Herzlich willkommen zurück zu einer nagelneuen Folge von Harvest Moon Match and Metal Mini. Mein Name ist Chrissy und wir starten gemeinsam mit Quen und Leon in einen wunderschönen guten Morgen. Heute mal wieder mit Facecam. Heute sehe ich auf einmal komplett anders aus. Ups. Ja, ich war heute beim Friseur. Und hab mal was Neues ausprobiert. Der Sturm war schlimm. Ja, letzte Folge gab es schon wieder Sturm. Wir müssen aufpassen, denn nicht nur wir, sondern auch die Tiere sind angespannt. Hoffentlich seid ihr nicht so angespannt wie ich. Auf jeden Fall mit der neuen Haarfarbe auf dem Kopf. Und ich hoffe, ihr freut euch über eine neue Folge von Harvest Magic Melody. Nicht nur das, heute kommen nämlich noch, sind wahrscheinlich, wenn diese Folge rauskommt, zwei neue Folgen rausgekommen. Daher freut euch da auf drei Folgen, zumindest heute. So, ihr beiden seid optimal drauf gelaunt. Morgen ist wieder Sonnenschein. Morgen ist aber auch der 28. Und am 29. ist das Schaffest. Gut, wir gucken mal, ob wir oben noch ein paar Orangen haben. Wir brauchen ja noch ein paar Orangen. Da haben wir eine. Um eine gewisse Person eine Freude zu machen. Ach, schade. So, gucken wir mal. Equipment dürften wir alles dabei haben, was wir brauchen. Gießkanne hätten wir heute nicht gebraucht. Oh ja, die meisten Felder sind... Wir haben jetzt hier nur noch wenige Felder. Sechs Pflanzen haben es hier überlebt. Von den ursprünglich 12 auf dieser Linie. Das ist schon hart. Hier oben ein paar mehr. Wir haben es insgesamt 10, 9 Pflanzen überlebt. Guck mal, wie es den Hühnern geht. Aber soweit ich sehe, dürfte es denen genauso gut gehen wie allen anderen Tagen. Daher mache ich mir in der Beziehung eher weniger Sorgen. Es waren keine Hühner draußen, es waren genügend Vogelfutter bereitgelegt, damit die mir nicht verhungern. Und die hatten es warm hier drin. Wobei ich nicht weiß, ob hier eine Heizung drin ist, aber ich glaube eher... Ihr wisst, was ich meine damit eigentlich. Victor! So, hier noch weiter. Eier verarbeiten zum Mayonnaise. Lecker, lecker Mayonnaise. Wobei ich bin eigentlich nicht so der Mayonnaise-Freund. In gewissen Sachen ja, aber... So pure Mayonnaise irgendwo bei Pommes, naja, vielleicht manchmal, aber ich bin nicht so. Ich bin eher mehr der Curry-Ketchup- oder Senf-Typ. Musste ich leider feststellen. Beziehungsweise andere Leute mögen lieber Mayonnaise. Ich bin dann eher der Ketchup-Typ. Korrigiere, Curry-Ketchup. Der muss schon ein bisschen schärfer dabei sein. Sonst ist er auch lasch. Boah, ja, hier hat es auch zwei weitere Pflanzen erwischt. Ist natürlich schade. Aber verkraftbar.
Oje. Hab ich keinen Platz mehr in den Taschen? Mist. Laufen wir mal kurz runter zu den anderen Tieren. Wir können den Rest später ernten. Oh, hier ist auch wieder Steine aufs Grundstück geschleudert. So. Solange es den anderen Tieren gut geht, bin ich glücklich. Haben wir noch einen Stinkt? Bringt ja kaum was. So, die Orange bloß nicht verkaufen. Da es regnet, sind sowieso die meisten Leute eher drinne. Ist aber kein Problem. Wir wissen ja jetzt, wo Dorn sich aufhält. So, erstmal frage ich. Ihr habt's gut überstanden. Trotz der Tatsache, dass sich zwei Leute vor dem Sturm erstmal den Magen zugefuttert haben. Hätte ich eher gedacht, dass es zu Kolleg kommen könnte. Kolleg ist entsprechend Magenverstimmung bei Tieren. Nicht gut. So, ich bin ja schon mal froh, dass ich mir um keine Gedanken machen musste, dass die Tiere irgendwie krank oder andere Probleme haben. Mich fragt es eher, was uns heute alles noch erwartet. Ich möchte natürlich noch auf den Grund gehen, warum wir immer noch kein Bild von Henry bekommen haben. Wir haben wieder nur Topmilch. Danke, Tommy. Eine gute. Ist gut. Ich glaube, wir müssen mal unseren guten Henry aufsuchen. Danke, Arne, für die Topmilch. Wir brauchen nämlich ein paar Vorrat wieder. Die gute tun wir zu Käse verarbeiten. Die Topmilch tun wir uns entsprechend einpacken für unser Kind. Zuerst wollte ich ja, dass das Kind sich überhaupt an die Milch gewöhnt. Deswegen die normale. So. Wenn wir schon mal hier sind. Ja, wir haben hier ein paar Schäden gibt es, aber oh, wir haben hier noch mehr Orangen. Nice. Hier drüben gibt es kaum bis gar nicht. Das freut mich schon mal. Wir mal aber dennoch rausfinden, ob wir entsprechend nee, hier passiert nichts. Also wenige Leute sind auf jeden Fall gerade draußen. Ich gehe mal schwer davon aus, dass Henry nicht draußen ist. Gut, die haben es ja auch hart erwischt. Gefühlt die Hälfte der Felder oben sind kaputt. So, mein Lieber, das Übliche bitte zum Mitnehmen. Dankeschön, Duke. Ich belästige gerade mal deine Gäste oben, Duke. Ach ja, ich das liebe.
Oh. Nami ist auch hier oben. Hi. Ja, der Sturm war grauenhaft. Ja, alles ist in Ordnung bei mir. Und es gibt nichts Besonderes. Hey, Nami. Ja, der Sturm war übel. Gut. Dann schauen wir oben bei den Obstplantagen vorbei. Beim Obstparadies. Auf dem Radar sehe ich auch schon... Ich sehe schon wieder, ich habe das Radar angelassen. Müsste ich mich ja eigentlich direkt auf das Radar setzen, um entsprechend das ein bisschen zu verdecken zu können. Aber egal. Ich lasse es jetzt einfach an, weil es mir bei der Suche hilft. Ich sehe das leider nur zur Hälfte, deswegen ein bisschen blöd. Hey Dawn! Ja, das Wetter war wirklich schlimm. Aber ich habe hier ein paar Orangen für dich. Weißt du was? Hier nehmen einfach noch eine. Hast genug, ich weiß. Hi, was geht? Ja, das war wirklich schrecklich. Ach ja. So, wir gucken mal, wie es unserem Kleinen geht. Hallo, mein Kleiner. Schau mal, ich habe hier was ganz Feines. Ich finde es immer ein bisschen zu grob, wie er das Kind da hinschmeißt. Aber na gut. Das ist die Spielmechanik, dagegen kann ich nichts machen. So, wir haben wieder ein bisschen mehr Milch hier drin. Ein bisschen sortieren wäre geil. Ich guck mal, ob ich hier ein bisschen sortieren kann. Ja, das wollte ich jetzt nicht. Aber okay. So, hier haben wir jetzt also eine Reihe Orangen. Bisschen Mais, bisschen Kakao. Könnte man ein bisschen mehr Milch, Platz für Milch brauchen. So. Machen wir hier einfach den Joghurt ein bisschen runter. Und dann können wir hier auch ein bisschen Platz für Milch. Hier haben wir noch eine Orange. Oh je. Muss ich hier noch mal ein bisschen hin und her schieben. Wir haben hier noch mehr Mais. Warum ist der Kühlschrank nicht aufgeräumt?
Ich stelle mir gerade den Kühlschrank vor, wie er überhaupt nicht aufgeräumt ist. Eier überall verteilt. So, den Maiskolben können wir hier mit dem Ei noch wechseln. Wir haben hier noch ein weiteres Ei. Kartoffeleintopf. Stimmt, wir haben hier noch einen Kartoffeleintopf. Puh. Ja gut, dann halt das ein bisschen höher. Man sollte grundsätzlich öfters mal den Kühlschrank aufräumen. Weil sonst hat man keine Übersicht mehr, was alles drin ist. Was nicht mehr. So. Jetzt haben wir schon mal ein bisschen bessere Übersicht. Ein paar Säfte. Wir haben Tomatensaft. Den muss ich wieder bringen. Ja. Ein bisschen Gemüse. Die Mayonnaise fliegt raus. Ich will hier keine sonst was für Mayonnaise haben. So, einmal gekochtes Ei reinklatschen. Super. Wie gesagt, morgen ist schönes Wetter. Gucken jetzt noch mal, was wir machen können. Gießkanne brauchen wir nicht. Ja, das sieht gut aus. Ab dafür. Mal ein bisschen aufräumen wieder. Das Gras hier ist auch komplett weg. Alles zerstört. Unfassbar. Wir hier mal ein bisschen Unkraut jäten. Ist natürlich hier ein bisschen blöd. Dem ganzen Zeug, was hier kaputt geht. Aber naja. Gut, wir gucken mal weiter nach den Kakaobohnen. Wir müssen da ja noch ein paar abernten. Und wegen Henry tue ich mir immer noch die nächsten Folgen in den Kopf zerbrechen. Vielleicht kommt auch irgendeine Reaktion erst im Herbst. Was natürlich schade wäre. Hey Jamie. Ich bin perfekt, daher habe ich kein Problem. Du hast auch dem Sturmfeuer gesagt. Okay. Bin zwar eigentlich der Meinung, dass Nami entsprechend die Wettervorhersage gemacht hat, aber okay. Hey, immerhin kostenlosen Stein. Oder war da hier irgendwo
So, hier tun wir mal ein bisschen. Gucken wir mal, wie wir hier ein bisschen Ordnung schaffen können. Hat bisher, glaube ich, noch nie den Fall gehabt, dass sich hier entsprechend das gesamte Unkraut weggesetzt habe. So. Energie geht aber auch rasend schnell zu Neige. Leider. Besonders durch die Sense. Gut, wir holen uns noch mal kurz ein bisschen Energie. Dann gucken wir mal, dass wir hier noch ein bisschen aufräumen können. Wir haben jetzt zum Beispiel hier noch mal was. Wo wir jetzt zum Beispiel die Axt gebraucht haben. Wir haben hier noch so viel Unkraut. Und irgendwann will ich das hier auch noch mal ein bisschen erweitern. Dafür brauchen wir aber noch ein paar mehr Steine. Tschüss! Nächste Aufladung! Dankeschön! Ciao, tschüss! Autsch. So, irgendwie müssen wir hier gucken, dass wir das hier noch irgendwie erweitern können. Provisorisch tue ich hier einfach mal ein bisschen öffnen und hoffen, dass da einfach kein Tier abhaut. Ansonsten tun wir hier einfach mal kurz provisorisch einfach mal ein paar Pfosten hin. Dann können wir hier auf jeden Fall noch mal ein bisschen größere Fläche anbieten. Autsch. Manchmal stört die Farbe auch. So. Autsch. Doch einfach die Scheiße. So. Um die Ecke hier ein bisschen sicherer zu machen, tue ich das einfach so machen. Dann können wir hier drüben einfach raus. Es wird sowieso demnächst noch besser. Oje. Okay, wir haben ja schon Mitternacht. Gut, ein bisschen Erweiterung haben wir. Wir müssen, ich will hier eigentlich noch alles Mögliche. Folgende Sachen folgen.
Das hier kommt auch noch alles Mögliche im Herbst noch auf uns zu. Aber und wir haben noch so viel Kakao. Egal. Vorerst bedanke mich fürs Zuschauen, sage Chamatua Chris Happy und sage gute Nacht.